ausgeheckt haben das alles die HR3-Cracks Mirko Förster und Tobias Kemmer, die jetzt als Gerd Glitter und Roy Rakete bekannt sind, mehr noch als solche verehrt werden. Was kommt dann auf eure Tische? Es sind Brötchen und zwar ofenfrische. Liebe Mädels, liebe Buben, knuspriges. Exklusive Aufnahmen aus dem Tonstudio im HR letzte Woche. Schimmel dich an. Ich weiß. Hier haben Roy Rakete und Gerd Glitter mit ihren Produzenten Künstlerkollektiv an den Firmenhymnen gebastelt. Freunde guter Prosa, sagen sie, kommen bei allen neuen Hymnen auf ihre Kosten. Beim Schäfer macht das Backen Freude, wenn man an seinen Brötchen sieht. Sie sind Perfektionisten, nicht nur beim Outfit, sondern auch musikalisch. Die singen ja doch manchmal ein bisschen schief. Kann man ein bisschen was machen? Also, was man vor allem macht, man lässt sie noch mal singen, weil irgendwann können sie es dann. Weil die Lieder sind neu, man entwickelt dann die Melodien, irgendwann stimmt es dann auch mal. Die beiden, die haben Humor, sind echte Stars zum Anfassen. Was wollt ihr eigentlich hier? Dem beiwohnen, was hier geschieht. Und so bescheiden. Also oft, wenn wir nicht singen, gucken wir, wie reich wir sind. Zum Beispiel, kannst du mal sehen, hier, ziemlich teuer, ist alles echt. So, machen wir Musik. Und dass sie es auch live drauf haben, wollen sie heute in Biedenkopf beweisen. Der Fahrer ist ausgestiegen, da kommt. Die Menge ekstatisch. Erfolg macht eben sexy. Über 200 Fans wollen die Welturaufführung vom Biedenkopfer Backblech-Beat hören. Schäfers Backstuben bedanken sich mit Ketten aus ihren ofenfrischen Brötchen. Denn die kommen ja auch im Song vor. Und dann der große Moment. Aber mittendrin in Biedenkopf entsteht schon der allererste Hefetopf. Und was an meiner Freude dich? Es sind Brötchen und zwar ofenfrische. Liebe Mädels, liebe Buben, knuspriges aus Schäfersstuben findet jeder Zuckerschlecker lecker. Unser täglich Brot gib uns heute. Wow, fetzige Musik, der Text kinderleicht, das Lied ist ein echter Ohrwurm. Beim Schäfer macht das Backen Freude, wie man an seinen Brötchen. Und wir wussten auch jetzt gar nicht, was dabei rauskommt und es war schon ganz prima, ganz super klasse. Biedenkopf ist ein Wahnsinnspublikum. Also wir wurden die letzten zwei Tage ja überall sehr herzlich aufgenommen, aber hier in Biedenkopf muss ich sagen, ohne die Fans wären wir nichts. Die Firmen, die in den Genuss dieser kostenlosen Werbung kommen, können sich verdammt glücklich schätzen. Da ist man von den Socken, wenn Gerd und Roy anrocken. Nicht mal das Wetter kann da schocken, denn es ist Schluss mit Trocken.